Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Herzlich willkommen zum Teambuilding-Video für den dritten Spieltag der GPL Season 8. Ja, im Hintergrund seht ihr nochmal mein Team, ne, dass wir uns das Team nochmal genauer einprägen. Und ja, ohne groß um den heißen Brei herumzureden, würde ich sagen, schauen wir uns doch mal an, gegen wen es dieses Mal gehen wird. Alright, wir hauen uns mit Maxi und sein Team Rexcalibur. Sein Team ist mein absolutes Lieblingsteam der Liga. Bin ich ganz ehrlich mit euch und für mich auch das stärkste Team der Liga. Insofern läuft. Allein sein S und A ist sehr, sehr dangerous und allesamt können Setup betreiben, die mich hart hops nehmen können. Des Weiteren hat er im B noch ein X-Bar, Celebi und ein Riffex, was mich in der Theorie komplett auseinander nimmt. Ja, und ergänzt wird sein Team mit Gorgason, Vulgarok, Alolas Nobilicat und Schnutelm. Da wir demnächst gegen Maxi spielen, würde ich sagen, gehen wir jetzt schon mal genauer rein ins Detail, indem wir beide Teams gegenüberstellen. So, sollte alles so passen? Ja, genau. Links seht ihr mein Team in der Übersicht, was mitkommen wird, was mitkommen könnte und nee, lass mal. Rechts bei ihm ebenfalls, was ich erwarte, was mitkommen kann und was ich nicht sehe. Bei ihm am erster Stelle habe ich Riffex hingeschrieben, weil Riffex mein Team theoretisch hart hops nehmen könnte. I mean, schaut euch mal folgendes Riffex Setup. Shift Gear, also Gangwechsel und Überschallknall, Overdrive. Das reicht schon und wenn er noch das Heilspray trägt, kriegt er plus ein Spezialattack. Und jetzt schaut euch mein Team an und nennt mir mein Überschallknall switchen. Von einem Modest Riffex auf plus 1 Spezialattack theoretisch. Richtig. Hab keinen. Kramor wäre ein Überschallknall switchen, aber gut, dann kommt ein Overdrive und dann verabschiedet sich auch schon Kramor. Deswegen müssen wir uns hart auf Riffex preppen. Weil, wenn nicht, verliere ich gegen das Set. Ansonsten, Landorus, also Demeteros, hat eigentlich immer ein gutes Matchup. Ich sehe es gegen mich als Scarfa total. I mean, klar, ich habe Kramor, aber da kann einfach U-Turn und Riffex in Szene setzen, zum Beispiel. Ne? Also, allein die beiden sind schon übertrieben dangerous. Demeteros, U-Turn auf Kramor, dann kommt Riffex, Gangwechsel, Boomburst, tschüss, Dennis. Und, ja, das ist nur eine Sache, auf die ich mich vorbereiten muss. Dann ist da noch ein Jirachi, was Setup betreiben kann, wovor ich extrem Angst habe, was auch ein Q-Rim-Check sein könnte. Und da muss ich halt auch erstmal scouten, was für ein Set der ist. Dann noch ein Grandiras, ne Omni-Boost, immer gefährlich, vor allem im Late-Game, müssen wir aufpassen. Weil vermutlich ist jetzt so eine Sache, Azumarill ist halt per se ganz stark. Bauchtrommel, Wasserdüse, tschüss, tschüss, tschüss. Oder Knuddler oder Aquadurchstoß. Sieht halt ganz nett aus gegen mich. Allerdings habe ich ein Fuyal. Ein Fuyal hat ja Fähigkeit Majestät. Majestät sorgt dafür, dass mein Gegner keine Prio-Attacken einsetzen kann. Sprich, wenn Azumarill mitkommt und mit Wasserdüse irgendwas finishen möchte, sagen wir Nidoking oder Zeraora, dann kommt Fuyal rein, Wasserdüse geht dank meiner Fähigkeit ins Leere und ich revenge ihn einfach mit Power Whip oder so. Ja, deswegen Azumarill counter ich halt übertrieben stark mit Fuyal. Wenn er nicht Aqua Jet spielt, outspeede ich ihn halt. Da kommt Power Whip, bam. Was kommen könnte, ist Whirlpool, Vegetarier. Dann würde er mich komplett hops nehmen. Deswegen, hopefully not. Neben Azumarill habe ich Alolas Nobilicat hingeschrieben und ja, da kann auch jedes x-beliebige Mon hin, was ich bei fraglich noch
reingepackt haben. Wolverock, Schnutelm, Gorgason, Alolas Nobilicat, die können rotieren. Also einen von denen sehe ich, kann mitkommen. Alolas Nobilicat vielleicht wegen seinem Typing als Resistance gegen Psychoattacken. Weil so ein offensives Vesprit sieht eigentlich ganz nice aus. Gegen Riffex, gegen Landorus, gegen Grandiras, gegen X-Bat. Gegen Celebi habe ich Ice Beam, gegen Azumarill hätte ich Energieball, gegen Jirachi habe ich Spukball. Deswegen sehe ich Alolas Nobilicat am ehesten, einfach als Switch in Maybe, aber es kann auch so Scarf, Stone Edges kommen. Ja. Celebi kann sein wegen Milotic. Weil der halt Milotic bisschen pressured, Blättersturm, Scarf, U-Turn, I don't know, aber selbiges gilt auch für X-Bud. Ich glaube nicht, dass beide gleichzeitig mitkommen werden, sondern einer von beiden, Celebi oder X-Bud. Ne? X-Bud als so Supporter, Attacker, Mixed, so Sturzflug, Giftstreif, Auflockern, Toxic sehe ich, genau, Toxic X-Bud. Ja, und bei fraglich, Gorgason, Schnutelm, Wolverock. Ah. Gorgason, maybe mit Bruchrüstung. Wobei das eigentlich sogar besser wäre, aufgrund meines Q-Ram-Set, das ich fahren werde. But, ja, bis zu Maxis Seite. Bei mir, was kommt mit? Mein Vierer-Duo, ich glaube, das kam bisher immer mit. Gut, wir haben auch erst 2 Spieltage hinter uns. Kyurem, Zeraora, Nidoking, Milotic. Das Mon, was MVP in diesem Matchup sein kann, ist Kyurem. Kyurem sieht wirklich verdammt stark aus gegen Maxi. Zeraora ist so eine Sache, weil er hat Landorus. Landorus kann ich mit Zeraora nicht so wirklich touchen. Aber bis auf Landorus kann Zeraora easy mitkommen. Nidoking sieht immer stark aus, wobei der hat gegen Maxi so ein doofes Speed-Tiering. Nidoking möchte ich ungern scarfen. Und ja, wenn ich Scarf Nidoking spiele und er Scarf Lando, hat mein Scarfer keinen Sinn. Wenn ich mich auf was Falsche scheuße, muss ich einen Switch in haben und ja, wenn man sich sein Riffex und Lando anschaut, allein Riffex, was von meinem Monst soll als Wall dienen gegen Riffex? Kramer Milotic? Ha, witzig. Deswegen mit Walls zu arbeiten, wird nicht funktionieren gegen Maxi. Deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, okay, wir gehen Hyper Offensive in den Kampf rein. Hyper Offensive mit dem Plan, dass wir für Kyurem vorbereiten. Milotic hat ja letzte Woche gut performt. Wird wieder mitkommen als Reflex-Check. Das kann sehr, sehr witzig werden. Um das Ganze jetzt zu beschleunigen, bei vielleicht Kerapendra, Vespid, Fruyal, Kramor. Kramor ist halt die Sache. An sich, der wollt vieles, keine Frage. Was er nicht wollt, ist Reflex. Kramor ist halt auch ein Mon. Wie bereits letzte Woche erwähnt, mein Spielstil ist halt, ich will schnell Progress machen. Und ich sehe kein Kramor-Set, wo ich sagen kann, okay, damit mache ich jetzt Progress. Deswegen sehe ich Kramor eher nicht so. Obwohl er wirklich gegen alles gut aussieht, aber dieses Riffex sieht halt so unfassbar stark gegen mich aus, dass Kramor nur wasted wäre. Fruyal wird mitkommen, wegen Azumarill. Und dann entscheidet sich halt zwischen Vesprit und Kerapendra. Bei Nein Dank habe ich, ja gut, irgendwie Kangama und Parfinesse kommen aktuell nicht so in Fahrt. Schauen wir mal, ob es vielleicht die anderen Spieltage passieren wird. Pandagro, da ist ein X-Bart, Sturzflug, boom. Azumarill, Knuddler, boom. Riffex Überschallknall habe ich gekalkt, hat keinen Sinn. Landorus, Bedroher, ja, Grandiras Kampfattacke. Ich sehe mit Pandagro auch keinen Progress machen, deswegen
wird der auch nicht mitkommen. So. Ja. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal kurz die Tabelle an. Und dann schauen wir uns den Sechser an, den ich mitnehmen werde. So sieht es aktuell aus. Wir sind mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet. Sind dementsprechend im Mittelfeld und aufgrund der Differenz eher im unteren Mittelfeld. Maxi hat die ersten beiden Spieltage verloren, was allerdings überhaupt nichts zu bedeuten hat, weil Maxi immer noch meiner Meinung nach eines der stärksten, wenn nicht sogar den stärksten Kader hat. Und ja, mein Gott, 0-2 nach zwei Spieltagen hat nichts zu bedeuten. Ja, was gibt's groß zu sagen zur Tabelle nach zwei Spieltagen? Eigentlich überhaupt nichts. Wollte ich nur kurz zeigen, was nach zwei Spieltagen hier schon alles passiert ist. Deswegen schauen wir uns jetzt den Sechser an, der es richten soll. So, wie immer oben links mein Sechser, der es richten soll. Und rechts nochmal Maxi sein Kader, damit wir wissen, was ist für was. Also, wir fangen an mit Milotic. Wie bereits erwähnt, Milotic als Reflex-Counter, weil wir spielen den mit der Bakkan-Berry. Das ist die Anti-Elektro-Beere. Somit tanken wir Specs, Modest, Reflex. Was wir dann machen, ist, wir knallen den einen Mudshot rein. Lehmschuss. Genau, wir spielen Siedewasser, Eisstrahl, Lehmschuss, Genesung und Unbeugsamkeit als Fähigkeit gegen Demeteros Bedroher. So, Plan ist allerdings, ne, wie bereits erwähnt, Reflex-Milotic-Matchup. Wir gehen auf Lehmschuss, bam. Nehmen den Best Case raus. Je nachdem, wie viel KP der fährt, kann der nicht killen. Aber wir senken immer die Initiative des Gegners um eine Stufe. Sprich, selbst wenn der Lehmschuss nicht killt, outspeed ich Reflex danach. Nicht, wenn das Scarf ist, aber Scarf-Reflex ist, eigentlich kein Set, but who knows. Yo, das zu Milotic. Es gewinnt halt immer gegen Reflex, sofern ich nicht angechippt bin. Und ja, werde wahrscheinlich auch mit dem leaden, weil Reflex auch, nicht Reflex, weil Milotic auch Landorus checkt. Ich habe sehr, sehr große Angst vor Walschall Landorus. Mit diesem Investment tanke ich auf jeden Fall zweimal Erdbeben. Von Full Attack Landorus Scarf. Und wir nehmen halt mit Ice Beam raus. Mit dem Milotic cover ich halt Landorus Lead. Welchen Lead noch? Reflex Lead. Jirachi auch, weil den scold ich. Weil bei Jirachi ist die Sache, den möchte ich nur anchippen. Für Kyurem. Was auch interessant sein könnte, ist, wenn ich Lehmschuss einsetze gegen Jirachi. Anyway, in irgendeinem Verlauf Lehmschuss einsetze. Die Initiative von, sagen wir, Hierarchie um 1 droppe, Milotic geht down und dann kriege ich Kyurem raus. Und dadurch, dass ich mit Lehmschuss die Initiative gesenkt habe, ausbietet Kyurem dann Hierarchie, ohne dass ich, gut, jetzt nehme ich irgendwie voll viel vorne weg, deswegen kommt du mal an zweite Stelle, auf Dragon Dance gehen muss. Das kann auch geil werden. Also Mudshot, bin ich gespannt, wie sich das auf den Kampf auswirken könnte. Ansonsten habe ich hierzu alles gesagt. Ne, genau, wir tanken zweimal Erdbeben von Lando, das war die Hauptsache, und dann den Rest in Spezialangriff und halt ja hier verteilt. Yo. So, dann Kyurem. Kyurem sollte MVP sein in diesem Match. Wir spielen Icicle Spear, ist Eissperr, Schattenklaue, Gefriertrockner und Drachentanz. Gefriertrockner ist eigentlich nur gegen Azumarill da. Dass wir den dann raushauen nach Chip Damage. Wir tragen den E-Belt, dass wir jetzt unseren Schaden ein bisschen erhöhen. Und ja, Kyurem ist das Mon, was durchgehen soll, wenn alles angechippt ist. So. Schauen wir mal. Nach einem Drachentanz. Landorus tot. Durch Icicle Spear oder Freeze Dry. Jirachi muss angechippt sein. Ganz wichtig. Wenn nicht, tankt er das. Azumarill. Nach bisschen Chip, Freeze-Dry tot. Grandiras, Icicle Spear tot, X-Bar tot, Celebi tot, Reflex tot und ja, die unteren Vieren auch. Deswegen. Einzige Problematik wird sein, Drachentanz rauszubekommen.
I mean, was bei ihm ist passiv? Also ich könnte gegen X-Bud Braindancen. Da muss ich allerdings höchstwahrscheinlich eine Toxic fressen. Gegen Celebi könnte ich Braindancen. Also eigentlich gegen alles, außer sein A, Azumarill, weil da muss ich einen Knuddler fressen. Grandiras kann sich selber setupen. Wobei, es kommt drauf an, wie... Ah, das Schwierige ist halt... Ja, ich weiß nicht, wie er das Kyurem... Was sein Set gegen Kyurem ist, um das zu handeln. So. Also, wie er reagiert auf bestimmte Mons. Braindance kriege ich halt raus. Safe. But der Zeitpunkt muss halt stimmen und die Vorbereitungen müssen getroffen werden. Ne? Also, Jirashi, Azumarill anchippen. Und dann sollte das Kyurem durchgehen. Klar, Bedroha kann ein bisschen scheiße werden von Demeteros. Aber für Bedroha haben wir ja hier zum Beispiel noch Competitive oder Freeze Dry. Deswegen. Dann haben wir Zeraora mit der Anti-Bodenbeere. Habe ich schon. Ja, Expert Belt habe ich gesagt. Wieso, weshalb, warum? Zeraora, ja. Plasmafäuste. Abschlag, Toxin, Knuddler, Toxin gegen Lando, dass ich notfalls auch einmal drin bleiben kann gegen Lando, dank der Antibodenbeere und ein Toxic rausbekommen und vielleicht danach ein Knockoff. Ist halt der, der weiter Chip-Damage verteilen soll und irgendwann stirbt damit. Genau, also eigentlich, die sollen hier alle Chip verteilen, bam, 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 und der soll dann einfach finishen nach einem Drachentanz. Mehr gibt's halt auch nicht zu Zeraora zu sagen. Der soll nicht finishen, der soll Chip verteilen. Ne, gespeed creep sind wir auf. Ja, X-Bud. Auf X-Bud, deswegen können wir den auch relativ bulky spielen. Sprich, der kann auch so das ein oder andere tanken. Schuke-Beere, wie bereits erwähnt, dass ich einen Earthquake tanken könnte. Von Lando, je nachdem. Nidoking, ein weiteres Mon, was einfach nur Chip verteilen soll. Wir tragen die Anti-Psycho-Beere im 1-on-1 gegen Jirachi, dass ich entweder Earth powern kann oder die Rocks lege. Je nachdem. Eigentlich habe ich die Zeit nicht im Rocks zu legen, weil es wird ein Hyper-Offensive-Kampf. Also ich spiele sehr, sehr offensiv. Ne? Also, I mean, basically Chip stirb. Chip stirb. Verteilt du auch weiter Chip, stirb, du auch, und irgendwann sollte er dann rasieren. Ansonsten mit der Coverage tanke ich halt alles aus seinem Team. Earth Power sehr, sehr wichtig gegen Jirachi, weil wenn es Jirachi bulky ist, brauche ich halt, also je bulkiger das Jirachi ist, was wir best case auch im Laufe des Matches erfahren werden, desto mehr Chip brauche ich. Das ist so die Problematik. Ansonsten genau die Anti-Psycho-Beere, dass ich einen Zen-Headbutt von denen nehme oder eine Psychic. So. Kacke wär's, wenn er mich flincht. Ansonsten erster Auftritt von Fuyal. Fuyal dient hier als Scarfer, kann Revention, Power Whip, um Azumarill zu one-shotten, Triple Axel gegen Demeteros, Grandiras, X-Bud, Celebi. Trifft eigentlich sehr, sehr vieles neutral, bis sehr effektiv. Abschlag, weil immer her mit den Items. Und ja, Kehrtwende für Momentum. Dann als letztes noch Vesprit. Diesmal Offensivweste. Mit Ice Beam, Shadow Ball, Psychic und der U-Turn. Tankt Riffex sehr, sehr gut. Deswegen die AV. Und ich tank auch Setup Grandiras. Mit dem sehr, sehr gut. Und beide haue ich dann halt mit Psychic weg. Bin gespeedcreept nicht auf Riffex. Warte, auf was bin ich? Auf Azumarill bin ich gespeedcreept. Aber auf Riffex nicht. Warte, nee, was war mein Plan mit dem? Genau, ich wollte nicht auf Riffex speedcreepen, weil ich gegen Riffex Slow Momentum haben möchte. Genau, weil ich möchte ja, dass der den Hit frisst von Riffex. Dass der den Boomburst frisst. Und wenn ich mich auf Riffex Speed creepe, kommt ja meine Kehrtwende, bevor er seinen Move drückt. Und das wäre ein bisschen kacke. Deswegen bin ich nicht auf Riffex gespeed creeped. Insofern kann ich den Modus spielen. Sehr, sehr Bulk. Und Bulk mit AV fühle ich mich safe. Ja, das
ist es Team King Maxi. Und bin gespannt, wie das alles so aufgehen wird. Ich rechne eigentlich auch mit einem sehr, sehr offensiven Spiel. Also ich kill was bei ihm, er killt was bei mir, etc. pp. Bis ich irgendwann cure, mit Szene setze, Dragon Dance und durchgehe. Ja, Leute, drückt mir die Daumen. Wird ein geiles Match, I hope. Und dann bis morgen. In dem Sinne, haut darin. Kuff dahin.